Garmin Zenklausen. Ihr schaut auf ein erfolgreiches letztes Geschäftsjahr zurück. Geht euch bei einem Steckenpferd bei einer Hypothek, habt ihr um 4% zulegen. Wie könnt ihr das auch erklären? Ja, ich bin sehr glücklich, dass ich heute Abend an der Delegiertenversammlung ein gutes Geschäftsjahr präsentieren kann. Wir haben ein gutes Wachstum in den Kundenausleihungen gehabt, aber wie Sie sehr sagen, in den Hypotheken sind wir um 4% gewachsen. Und das ist ein Kerngeschäft und das ist sehr, sehr erfreulich. Ein gutes, qualitatives, gesundes Wachstum. Wie ihr mir auch im Vorgespräch gesagt habt, ihr legt natürlich nicht nur den Fokus nur auf die Hypotheken. Wie sieht es bei einem anderen Stand bei uns? Seid ihr da so erfolgreich unterwegs? Letztes Jahr war nebst den Kundenausleihungen natürlich auch sehr ein gutes Börsenjahr gewesen. Wir haben im Depotgeschäft zulegen, im Depotgeschäft haben wir plus minus 10% zulegen. Und das ist natürlich für einen Schäufer die Ertragsdiversifikation sehr wichtig, weil da haben wir eure die Abhängigkeit vom Kerngeschäft um 2% reduzieren. Jetzt sind momentan neu ein bisschen schwierige Zeiten für die Raiffeisen Schweiz. Merkt man das hier, dass aber hier mit Vinzenz ein bisschen ein Skandal, wenn man dem so sagen im Gang ist? Merkt man das hier vor Ort im Oberwallis? Es ist natürlich so, dass klar, die Medien berichten darüber und es ist sicher nicht so erfreulich. Aber ich will einfach hier festhalten, in den Verfahren, was da geht, da geht es um Governance-Themen. Und wir hier vor Ort, wir haben das Operativgeschäft, das Bankgeschäft und das Bankgeschäft ist von dem gar nicht betroffen. Klar ist, sind natürlich die Schlagzeilen da, aber wir können hin und oben auf ein gutes Geschäftsjahr zurückschauen und da haben wir eine Freude. Ich noch zurück, aber hier vor Ort zu einer letzten abschließenden Frage. Ihr habt letztes Jahr ein spezielles Jubiläum gefeiert, ihr seid 100 Jahre gekommen. Ja, was war euer persönliches Highlight in diesem speziellen Geschäftsjahr? Ja, das letzte Jahr haben wir 100 Jahre Raiffeisen Oberwallis gehabt. Und wir haben eigentlich zwei Sachen gekannt. Sind beide für mich sehr, sehr schön gewesen. Zuerst mal war die Jubiläumsdelegiertenversammlung, wo wir wirklich sehr viele Gäste aus Politik und Wirtschaft hatten, wo wir das Notas im WNF gefeiert. Und dann haben wir für die Mitarbeitenden hier so einen Mitarbeiteranlass gemacht, den wir uns selber organisiert haben. Und das haben wir zu Fiesch gemacht. Und da sind um die 240 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und natürlich auch die Verwaltungsräte anwesend. Und das ist wirklich ein Highlight für mich.